Was sollen die machen? Das Video liken. Er singt. La 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 la, fa fa fa, do re mi, kikiriki. La 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 la, ba ba ba, do re mi, kikiriki. Yo Pros, herzlich willkommen zurück zu einer Folge. Let's, halt die Fresse. Okay. Yo Pros, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Let's play GTA SMP. Und heute machen wir ein Quiz-Taxi. Alter. Was? Wir haben im gleichen Moment aufgehört. Wir sehen auch gleich aus. Wie ihr seht... Warte mal. Kommen da die Illuminaten zurück? Nein. Also, wie ihr seht, ich habe jetzt so ein bisschen gemoddet. Oder es wenigstens nochmal versucht. Es sieht alles ein wenig anders aus. Und am Tag sieht dieser Himmel so fett geil aus und hier sieht er aus wie so eine billige Scheiße. Aber ja, ich habe jetzt so ein bisschen, ich habe übelst lange gebraucht, um so alles zu gucken und so, wie das halt funktioniert. Und jetzt bin ich so der Pro-Modder und jetzt habe ich erstmal so ein, zwei Sachen reingemacht. Diese Dinger hier alles selber editiert. Hier habe ich so ein Display, dieser Pfeil hier habe ich auch selber so editiert. Ich bin richtig krass, Alter. Und auf der Map zum Beispiel bin ich in so ein Ding. Also ich habe so ein paar Sachen gemacht, die so ganz lustig sind und halt hier so auch ein paar Karren. Und dieser Mod, der war weg, also den muss ich nochmal neu suchen. Ich glaube, das ist der gleiche. Ich muss mal kurz die Motorhaube aufmachen, dann sehe ich, ob es der gleiche ist. Und ja, heute, oh scheiße. Hier habe ich jetzt, also ich habe jetzt für Infernus, nee, Infernus ist ja dieser Teil hier. Alter, ich komme gerade wieder nicht klar auf alles. Wie mache ich die Motorhaube von dem Scheiß auf? Der Schaube. Ach. Es ist ohne Witz genau der gleiche Mod. Ich glaube nicht, dass irgendjemand anders genau so eine Motorhaube reinpacken würde. Ja, auf jeden Fall habe ich zum Testen halt erstmal, also den Mod finde ich richtig geil für die Karre. Aber Turismo habe ich jetzt erstmal so ein Ferrari und ein Lambo für ein Turismo oder so. Habe ich jetzt irgendwie zweimal das gleiche gesagt. Ja, dann halt ein Lambo für irgendwas anderes halt. Und ja, jetzt mag ich erstmal das so ein bisschen versuchen. Wir wollten eigentlich was anderes machen, aber machen jetzt wieder irgendwas. Und wir wollten irgendwann auch nochmal was anderes machen. Machen wir jetzt wieder das gleiche. Okay, jetzt würde ich mal sagen, let's go, oder? Ja. Ja. Yeah. Würde ich auch sagen. Auf jeden Fall hört euch den Launch an. Oh, das knist. Und jetzt... Oh, das ist schon geil, Alter. Und es passt halt so richtig geil zu der Karre. 2017er Nissan GTR. Was? What the fuck? What the fuck, Alter. Hättest du es aus meiner Sicht gesehen? Ich bin in der Luft ausgestiegen und das stand dann perfekt. Ich hab's aus einer besseren Sicht gesehen. Willst du auch mal kommen oder so? Ja, warte mal. Ich will nicht, dass mein Auto abgeschleppt wird. Also, ich erklär's euch kurz. Wir fahren mit dem Taxi rum, sammeln irgendwelche Leute ein und die machen dann so ein richtig schweres Quiz bei uns. Und können dann richtig viel Money bekommen. Ich finde dieses Zeichen hier oben, ich habe da gerade mit meinem Finger hingezeigt. Alter, ich finde es richtig geil, Alter. Das feiere ich schon. Ich könnte eigentlich auch noch viel mehr verändern, aber... was mache ich jetzt? So. Aber das HUD finde ich eigentlich ganz okay so. Und auch die Map finde ich okay so. Mal schauen, ob ich das noch ändere. Es gibt eigentlich richtig viel, was ich noch ändern könnte. Aber das ist halt wirklich auch zeitintensiv, so richtig geile Sachen zu finden. Und ich bin jetzt erstmal so ein bisschen, so wie es halt jetzt ist, dann ein bisschen zufrieden. Wollte ich eigentlich noch irgendwas sagen? Safe. Hä? Safe. Ja, 100%. Alter, wie ist hier was sagen? Nee, keine Ahnung. Und ja, was ich auch noch fragen wollte. Ihr seid zwar nicht so die aktiven Kommentarschreiber. Also ihr seid schon aktive Kommentarschreiber. Aber dann kommen halt immer so Sachen wie... Nice fit! Und das ist halt schon ziemlich belastend. Also es wäre nice, wenn ihr wenn ihr irgendwie mal was so zum Beispiel, was euch gut gefallen hat oder was euch auch eben nicht so gut gefallen hat und so, wenn ihr halt mal irgendwas so einen Kommentar schreibt, was euch auf nice wird antworten, ist natürlich schön, dass ihr das schreibt und so und dass ihr überhaupt was schreibt. Aber das wäre, also cooler Kommentar wäre cool. Aber so ein Kommentar ist auch gut. Also macht, was ihr wollt, Alter. Ihr könnt jetzt mal einen coolen Kommentar schreiben und zwar findet ihr das nice, wenn man so in diesen Folgen ab und zu mal so ein bisschen krasser cuttet und so? Oder soll das eher so eine durchgängige Scheiße sein? Oder mal kurz cutten? Oder so? Weißt du? Das ist halt so die Frage.
Bock auf Quiz-Taxi. Cabby ist so ein Lob. Was sollen die machen? Das Video liken. Ich mag es eigentlich nicht zu sagen. Cabby ist so ein Opfer, Alter. Bei 31.000 Likes gibt's das nächste Video, ne? Hä, hey, warum lachst du das ernst? Mir schreibt einer, wir wollen Videos. Kommen. Wie Lori. Weil der kommt auch immer. Ach, nee. Auf Ralf fahren? Nein, Alter, da geht die Karre kaputt. Ah, wir müssen irgendwelche coolen Fragen machen. Ich habe eine Idee, so eine richtig Standardfrage. Viele Herzen hat eine Krake. Eine Krake hat ja drei Herzen, gell? Eine Krake, Alter. Oder? Das war doch so. Was für eine Krake? Ja, so ein achtbeiniges Oktopus-Ding. Ach so. Was? Guck, er checkt auch nicht. Das Fleisch. Frag mal, bist du dumm? Warte einfach. Okay. Als ob. Drei. Liegen. Falsch. Ganz falsch. Joke. Octopussies. Das ist halt ernsthaft richtig, gell? Ja, von mir aus. Das ist so low, Alter. Alter. Wie groß ist Ariane Grande? Hey, ich okay. Weiß die Lösung, gell? Echt jetzt? Ja, die ist 1,55. Als auf nur. Sie. Ja, Ariane, aber egal. Ist doch scheißegal. Alter, das ist so dumm. Ist 1,55, gell? Ja. Groß. Sie. Alter. Was ist das? Was also ist Providers Bizepsumfang? Also du das fragst. Also. Sie machen mal letzte Frage, sonst wird es wird wieder übelst lang. Wie viel sind die Eintrittskosten im Bra. Die Kosten liegen bei 69 Dollar. Also der Eintrittspreis zeigt, der Typ hat Humor. Sie bekommen zum, bleib mal hier stehen, einen Trostpreis. Auch rauswerfen. Kevin, ja, Alter. Okay, wir brauchen irgendjemanden. Ey, es wird eh wieder irgendein Edit kommen, Alter. Dieses kleine Arschloch. Ein Scheiß, bist du geil. Weg mit ihm, Alter. Die finden. Rechts. Oder warte, ich schau mal kurz auf meiner super tollen Map. Ja, der ist da. Dann wieder rechts. Beim Waffending. Waffen. Los. Nitro. Was für Waffending? Ja, Waffenscheißladen. Da kann man auch Hauptammo sagen, Affe. Ja. Links. Nico, Digga. Okay, ich muss ihn leider in die Scheine ziehen. Unfähiges Fahren. Sir. Sind Sie ein Quiz?
Nein. Was macht der, Al? Wusste es. Okay, der wollte nur so. Bleib doch stehen, Dorfer. Im Quiz-Taxi. Sie können Bares gewinnen. Sie. Fresh. Hast du. Hey! Die. Weißt du was? Hä? Jetzt kann ich wieder mein Laptop neu starten. Ah, nee, ich hab's geschafft. Ich bin der Boss. Was? Easy. Ohne mein Laptop neu zu starten. Weißt du warum? Weil ich der Boss bin, genau. Warum lachst du? Okay. Ich würde mal sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und. Bleib menschlich. Ba 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 ba. Oh, pum pum pum. Oh yeah.